Hey, in diesem Video möchte ich dir gerne einfach mal zeigen, wo ich arbeite, wie mein Studio aussieht. Ich habe mein Studio mittlerweile seit Dezember 2019 und wir sind jetzt aktuell hier im Treppenhaus. Ich habe mehrere Eingänge ins Studio, was eigentlich ganz praktisch ist. Hier ist der erste Eingang, der war ursprünglich auch so der Haupteingang. Ich habe dann jetzt im Mai 2021 einen weiteren Raum dazu bekommen. Und das ist jetzt der neue Eingang, nämlich ich habe seit Mai jetzt auch ein Wartezimmer. Und bevor wir jetzt reingehen, bei uns zum Beispiel ist die Toilette draußen, was ich auch eine ganz gute Sache finde, weil das so ein bisschen einfach räumlich getrennt ist. Und ja, jetzt gehen wir mal in den Hauptraum rein. Es wird auch ein bisschen wärmer und halt nicht mehr so viel wie im Treppenhaus. Genau, das Schöne ist einfach, dass ich jetzt, wie gesagt, seit Mai 2021 hier ein Wartezimmer habe, was eh gut ist, dadurch, dass wir ein bisschen gewachsen sind und nachdem die Kunden ihre Jacke hingehängt haben, dürfen sie gern einmal Platz nehmen und warten, bis es losgeht. In der Regel empfange ich meine Kunden und leite sie halt rein, nachdem sie sich natürlich auch die Hände desinfiziert haben, etc. etc. Und ja, das ist hier so die kleine Warteecke, die kleine gemütliche. Bisschen wie in einem Wohnzimmer, dass man sich direkt wohlfühlt und ja, nicht vielleicht wie beim Arzt und dann denkt, oh Gott, was passiert gleich. Wenn die Kunden dann angekommen sind, ne? Oft ist es gut, wenn man erstmal ankommt und ne, vielleicht hatte man eine lange Reise, viele kommen von weiter weg und dann ist erstmal so, uff, die Bahn hatte Verspätung, aber ich habe es geschafft. Wenn man ein bisschen angekommen ist und mental anwesend ist, dann setzen wir uns in der Regel hier gemeinsam gegenüber hin. Ihr seht schon, hier ist auch mein Arbeitslaptop. Das ist hier so auch die, ja, die Kundengesprächsecke. Man bespricht dann nochmal das Tattoo, geht alles durch, macht die Einverständniserklärung etc. etc. Und auch am Schluss, wenn man fertig ist und nochmal die Pflege durchgeht, habe ich jetzt hier auch die Pflegeprodukte, die ich den Kunden mitgeben kann. Und ja, und für uns Tätowierer ist dann hier noch Kaffeemaschine, Kühlschrank, so ein bisschen einfach wohlergehen. Und ja, ihr seht, hier findet ihr immer wieder auch so kleinere Deko-Elemente. Ich möchte über die Zeit immer wieder so kleine Kunstobjekte sammeln. Ich werde jetzt nicht auf jedes eingehen, aber vielleicht entdeckt ihr im Video ein paar. Und ja, ich habe auch hier einmal einen kleinen Elektrokamin, einfach weil der Raum hier keine separate Heizung hat und hier im Winter es ein bisschen kälter wird, gibt einmal einen schönen Flair und macht aber auch warm. Und auch hier die zusätzliche Warteecke, die wir hier haben, wenn dort voll ist, weil wir mittlerweile eben vier Künstler sind und wenn jeder halt einen Kunde da hat, dann sollen natürlich nicht alle nebeneinander sitzen. Deswegen haben wir hier mehrere Sitzmöglichkeiten, ob das jetzt hier ist oder hier mein Lieblingsplatz. Wenn man mal eine Pause machen möchte, ein bisschen nach dem Tätowieren oder während dem Tätowieren die Augen verschnaufen möchte. Oder wenn man als Kunde einfach ein bisschen was lesen möchte. Oder das Allerbeste, wenn man unter der großen Strelitzie einfach ein bisschen mit dem Tablet inspiriert zeichnen möchte, was vorbereitet. Ich mag das, weil sich das ein bisschen so an den Rücken anpasst, so meine Lieblingssitzecke. Hier seht ihr auch, hier geht's raus. Das ist der dritte Eingang, ist nicht wirklich ein Eingang, ist eher ein Ausgang, der bei uns auf die Terrasse führt, die wir im Sommer und Frühling nutzen, um dort Pausen zu machen, um dort aufzuwarten, einfach wenn man ein bisschen Sonne tanken möchte. Und ja, hier, das seht ihr, dass die Tür jetzt nach und nach auch voll wird. Drüben werdet ihr sehen, wie so eine Wandtür aussehen kann, wenn sie dann voll ist mit Motiven. Das sind jetzt alles Motive von allen Künstlern, die hier sind. Dann haben wir hier noch zusätzlich ein kleines Projekt von mir. Vielleicht fangen das die anderen auch demnächst an. Ich mache gerne noch so ein bisschen Bilder mit der Polaroid. Ich finde es einfach, ist eine coole Sache. Noch macht nochmal einen anderen Eindruck. Geht auch weniger um das Tattoo jetzt irgendwie so perfekt darzustellen, wie man es auf Instagram macht, sondern einfach, hey, du warst hier und du hast einen Moment mit mir geteilt. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Genau, viele werden sich fragen, was ist das? Das ist natürlich nicht echt. Das ist so Kunstpflanze mit der Beleuchtung integriert. Das war auch einfach eine coole Idee. Wenn es hier mal jetzt nicht so hell ist wie heute, dann gibt es auch nochmal so einen schönen Cozy-Effekt. Und ja, ich glaube, mehr gibt es hier gar nicht dazu zu sagen. Dann gehen wir in den ersten Tattoo-Raum. Und in dem Tattoo-Raum ist einmal hier die Emi. Und man sieht auch direkt, dass es Emis Platz ist. Sie fängt dann gerade erst an, eigentlich so ein bisschen zu dekorieren. Jeder Künstler hat bei uns die Möglichkeit, einfach seinen Platz so zu gestalten, dass er einfach nochmal ein bisschen individuellen Touch hat. Und ja, gerade hier sieht man das mit dem Lavendel und einfach so diese naturalistischen Sachen. Was ich auch wichtig finde, ist, dass jeder so ein bisschen einfach genug Platz hat, dass nicht die Liegen so einen Abstand haben, sondern einfach wirklich eine gewisse Distanz. Man kann sich auch ein bisschen mehr in die Richtung rückziehen. Also muss man immer schauen, wie man arbeitet. Manchmal arbeitet man ja auch nicht mit Liege, sondern mit dem Tattoo-Stuhl, der zum Beispiel dasteht. Und ja, und auf der rechten Seite unverkennbar der Platz von Lea.
in ihrem einzigartigen grafischen Stil. So kann dann eine Ecke mal aussehen, wenn ein bisschen mehr da ist. Und ja, genau, heute sind wir alleine, um niemanden zu stören, um auch einfach die Privatsphäre von allen zu bewahren. Und ja, hier zum Beispiel einmal hinter mir ein kleines Kunstobjekt. Das ist zum Beispiel eine Originalmuschel aus Delhi, aus einem Tempel. Und hier zum Beispiel auch so ein kleines Highlight für mich, ein original handgemaltes kleines Ölgemälde aus Florenz. Und ja, oder auch hier, auch erst letztens dazu gekommen, ein Gemälde aus 1940, meine ich, auch quasi von einer Kunstsammlung abgekauft. Und ja, die Plätze habt ihr gesehen, wo tätowiert wird. Hier ist so Vorbereitungsplatz. Seht ihr auch, hier sind wieder weitere Laptops. In der Regel hockt man dann hier mit dem Tablet, wenn man noch was anpassen muss oder wenn man Stencil schneiden muss. Da ist auch ein Stencil-Drucker. Hier hat man noch mal ein bisschen einfach Platz, um Sachen abzulagern. Und ja, das ist so der erste Raum zum Arbeiten. Und jetzt auch ganz kurz, warum diese zwei Eingänge für uns ganz gut sind. Einfach um auch die Privatsphäre zu bewahren. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Termin habe, wo am Brustbereich ist oder irgendwie eine intimere Stelle, dann kann ich dafür sorgen, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich ins Wartezimmer muss, dass ich durch diesen Raum hier laufe, beziehungsweise dass die anderen nicht durch meinen Raum laufen. Also man kann einfach schauen, dass man sich nicht so oft irgendwie über den Weg läuft. Und wenn halt alles ein Raum ist, dann gibt es immer so ein bisschen viel Verkehr. Und so kann man einfach ein bisschen schauen, dass quasi wir von der Seite kommen, die hier von der Seite kommen, dass es da nicht immer dieses Kreuz und Quer gibt. Und ja, oder auch wenn man einfach mal einen anderen Musikgeschmack hat, dann macht man die Tür zu und dann hört jeder seine eigene Musik. Genau, sowas. Dann gehen wir mal in den zweiten und beziehungsweise in den dritten Raum, was auch mein Raum ist, plus der von der Jackie. So, genau, wie ich gesagt habe, Tür kann man halt zumachen, dann hat man hier eben nochmal die räumliche Trennung. Vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen konzentrierter arbeiten, kann gar nicht die ganzen Reize aufnehmen. Und ja, hier meine Monstera, die seit Tag 1 am Wachsen ist. Und vielleicht kennt der eine oder andere die aus meinen Bildern. Das ist ja nämlich die Fotoecke Monstera hier. Genau, und auf der Seite haben wir noch eigentlich mehr oder weniger zu Deko da. Auch mit ein paar Pflänzchen und langfristig aber auch natürlich einfach nochmal Lagerplatz für zum Beispiel die Einwegliegeabdeckungen und kleinere andere Sachen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Restmerch, was übrig ist, was ich früher ein bisschen mehr verfolgt habe. Das kommt jetzt hier langfristig auch raus und eventuell kommen noch ein paar mehr Pflanzen hin oder vielleicht sogar ein weiterer Platz. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Dann hier mein Arbeitsplatz, auch nochmal hier mit zwei Schränken, normaler Drucker und Stencil-Drucker. Und ja, was ich oder was mir persönlich wichtig war und auch für die anderen Künstler einfach ist, dass jeder halt so diese Menge am Platz hat, damit er sich frei bewegen kann. Jetzt sind hier so zwei Lampen mehr drauf, die gehören als in die Fotolampen für die Fotoecke, aber prinzipiell kann man sich hier einfach super frei bewegen, der Kunde kann sich super frei bewegen, man hat nicht dieses, oh, ich kann nirgendwo mich hinbewegen, weil ich sonst irgendjemand drauftritt oder irgendwas umstoßt. So, das finde ich immer ganz wichtig. Dann haben wir hier den Platz von der Jackie. Genau, also die Plätze sehen eigentlich alle identisch aus, das ist auch ganz gut, weil dann einfach jeder das Gleiche hat zum Arbeiten. Aber natürlich kann jeder seine Ecke selber gestalten. Die Jackie ist bei uns jetzt seit Oktober 2021 immer samstags aktuell da. Und an der Stelle zu erwähnen ist, dass die Amy und die Jackie ursprünglich eben Teilnehmer von der Tattoo-Akademie sind. Und ja, die haben stilistisch einfach super gepasst. Die haben durch den Kurs einfach das Tätowieren erlernt, haben mega Fortschritte alleine gemacht und ich habe das verfolgt. So, ich folge immer wieder mal Leuten oder kriege das mit oder sehe das in der Gruppe. Und wenn ich dann sehe, dass die Leute irgendwie aus der Nähe sind und mir denke, ja, die passen rein, dann gebe ich auch gerne mal die Chance. Amy ist zum Beispiel direkt auf mich zugekommen und bei der Jackie, die kenne ich auch schon vor der Akademie. Da waren wir immer mal wieder in Kontakt, weil sie immer mal wieder Interesse hatte an dem ganzen Thema. Und ja, und dann hat sich so alles ergeben. Und ja, weil es einfach stilistisch so gepasst hat, habe ich ihr das angeboten von mir aus. Sie gesagt, hey du, wenn du das gerne weiterverfolgen möchtest, wenn du möchtest, aktuell habe ich noch einen Platz frei, den du nutzen kannst. Und ja, jetzt beginnt auch von der Jackie die Reise. Und ihr seht, also es ist viel möglich. So kann man in die Szene einsteigen und so kann man aus dem Hobby einen Beruf machen. Also war ja bei mir ähnlich. Genau, nur nicht, dass es ganz so einfach war. Dann hier meine Wand mit Motiven.
Die ich alle schon gestochen habe, sind längst nicht alle, ist nur so ein Teil. Ihr seht, die Wand ist ja auch jetzt bald voll, also so viel wird jetzt nicht mehr hinpassen. Ich habe schon versucht, alles Mögliche übereinander zu legen. Genau, ich habe jetzt auch nicht alles aufgehangen und so stelle ich mir auch drüben eben die Tür vor. Ich finde, das ist einfach eine schöne Optik, inspiriert einen selber nochmal zu sehen, okay, so ist aktuell mein Stil, oh, sowas könnte ich mal wieder integrieren. Oder natürlich auch für alle Kunden, die dann sehen, hey, cool, boah, sowas könnte ich mir vorstellen, ungefähr als mein nächstes Tattoo. Dann hier noch ein nichts Besonderes eigentlich, ist einfach eine kleine Waschkammer, einfach nochmal mit einem separaten Waschbecken, dass eben, wie gesagt, auch von drüben die Mädels nicht hier in den Raum kommen müssen, um das Waschbecken zu benutzen, weil hier drüben noch eins ist. Hier drunter sind auch die ganzen Hygienematerialien von uns, also sowas wie die Wischdesinfektion für den Boden, destilliertes Wasser, Sterilium-Ersatz, Seife, also Bactolin und so weiter und so weiter. Das ist alles hier in dem Schrank, Staubsauger und so weiter, wie gesagt, nichts Besonderes. Aber auch nochmal gut, dass das getrennt ist und ja, genau, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und jetzt weißt du ungefähr, wie es ein bisschen einfach bei mir aussieht, wie hier so ein Alltag vielleicht auch aussehen kann und dann wünsche ich dir ansonsten viel Spaß mit den weiteren Videos.